Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Sternzeichenlegung. In diesem Video geht es um das Sternzeichen Schütze. Sonne, Mond, Aszendent. Wenn du das im Schützen hast, dann bist du hier natürlich genau richtig. Alle anderen heiße ich ebenfalls herzlich willkommen. Ich freue mich natürlich über jeden, der hier mit dabei ist. Ich hoffe wie immer, dass du dir auch wunderbare Sachen hier aus der Legung rausziehen kannst, denn es ist eine allgemeine Legung, die muss nicht auf dich zutreffen, die kann. Ja, und alle Karten wie immer in der Videobeschreibung, die ich so verwende. Kurz in eigener Sache, wie ich auch schon in anderen Videos gesagt habe, ich habe eine ganz herzliche Bitte an dich. Wenn dir das gefällt, was ich hier mache, dann möchte ich dich wirklich bitten, einen Daumen hoch mitzugeben und am besten auch noch einen Kommentar dazulassen oder eins von beiden, weil es geht um die Interaktion in den Kanälen und da springt der Algorithmus halt von YouTube auch an. Und ja, je weniger da passiert, desto weniger wird die Reichweite natürlich auch sein. Und das merke ich gerade aktuell bei mir ganz stark. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist, auch warum meine Reichweite so gesunken ist, sage ich ganz ehrlich. Ich bin in der Forschung, aber ich weiß noch nicht so richtig, was das ist. Also auf jeden Fall, wie gesagt, deine Mithilfe ist hier jetzt tatsächlich mal gefragt für den Fall. Wie gesagt, wenn es dir gefällt, was ich mache, dann sei doch so lieb und schenk mir einen Button, Daumen nach oben. So, okay, und jetzt würde ich sagen, geht's los. Spannende Zeiten. April soll ja auch nochmal energetisch richtig, richtig rangehen, richtig zur Sache gehen. Und ja, ich glaube, wir haben alle so unser Tun mit dieser Zeitqualität. Und jetzt schauen wir nochmal Schütze, Sonne, Mond, Aszendent, was wir hier für Energien für den Monat April bekommen. Schütze, Sonne, Mond, Aszendent, was ist hier für die Schützen am Start im Monat April? Da haben wir die erste Karte und so. Ich schaue mir die Karte am unteren Rand natürlich auch an, aber erst mal die anderen hier. So, was haben wir denn für den April im für den Schützen? Das ist sehr schön, da haben wir schon mal die neue Hoffnung, den Neustart auf eine Art. Alles, was du beginnst, steht unter einem guten Stern. Beziehungsweise auch wenn du jetzt innerhalb eines bestehenden deiner Arbeit, deiner Berufung oder in der Beziehung oder so, auf jeden Fall, was hier jetzt passiert, das steht unter einem guten Stern und das ist doch schon mal eine schöne Sache. Mehr sage ich jetzt erstmal gar nicht dazu, außer noch, dass es eine große Arcana-Karte ist, dass es eine Schutzkarte des Tarots ist, also insofern geht das hier doch schon mal richtig, richtig spannend und toll los. Und ja, jetzt kommen wir gleich als nächstes zu den 10 Schwertern. Ich habe hier so die Verbindung der Stern und die 10 Schwerter. Das bedeutet, dass wenn du dich jetzt von etwas Altem löst, wirklich ganz konkret, ganz konsequent löst, dann steht das unter einem guten Stern. Du bist geschützt. Also du brauchst keine Angst haben vor dem nächsten Schritt, was du vorhast zu tun in deinem Vorhaben, in deiner Beziehung, in deinem, ja, wenn du umziehen willst und du sagst, ich weiß ja nicht, ob ich eine neue Wohnung bekomme, ein neues Haus, ob das alles so klappt und dies und das, dann wäre aber das, wie gesagt, so eine Geschichte, die ja besagt, das würde unter einem guten Stern stehen, wenn du mit etwas Altem Schluss machst. Und das Alte kann alles Mögliche natürlich sein. Es kann auch sein, dieses Alte, zum Beispiel dieses Denken des Müssens. Wir haben hier mit der Schwertenergie die Luft und das Luftelement heißt natürlich auch Geist, Verstand, Gedanken. Und wenn du mit alten Gedanken Schluss machst und neue Gedanken denkst, weil du Klarheit hast, weil du Erkenntnisse hattest zum Beispiel, dann steht das unter einem guten Stern. Das ist wie ein Bewusstseinssprung in dem Moment. Ein Bewusstseinswandel. Wollen wir mal gucken, was wir hier noch haben. Wir haben, oh wie schön, wir haben hier die Liebenden und es sieht so aus, als wenn du bisher etwas gelebt hast, was nicht so ganz deins war, zumindest in einem Lebensbereich. Und jetzt geht es darum, wirklich aus dem Herzen heraus, aus der Liebe heraus, eine ganz klare Entscheidung für dich zu treffen. Es kann natürlich auch bedeuten, dass es die Entscheidung für einen bestimmten Partner ist, natürlich. Aber bevor du in dir nicht dieses ganz klare, von Herzen kommende Ja hast, also nicht aus dem Kopf, es wäre gut, weil ich habe Vorteile davon oder weiß der Geier was, sondern schlicht und ergreifend dieses ganz bedingungslose Ja aus dem Herzen,
dann ist das der richtige Weg. Aber es sieht wirklich so aus, als wenn du im Vorher mit etwas Altem, wie gesagt, Schluss machen musst. Oder das wird auch kommen. Weil diese beiden Karten, der Stern und die Liebenden, das sind natürlich große Arkana-Karten, die sind sehr, sehr machtvoll und die sind einfach göttlich geführt. Das ist die Seele, die hier sagt, hey, das Alte, das dient dir nicht mehr, das darf jetzt gehen und jetzt geht das Neue los. Und entscheide dich aus dem Herzen, aus deiner Inneren, aus deinem Inneren, aus deiner Liebe heraus, zu dir selbst natürlich, zu deinem Herzen. Entscheide dich aus dem Herzen zu dir selbst. Und ja, dann steht das unter einem guten Stern. Es sieht auch aus, als wenn hier dieses, auch wenn das sehr dramatisch erscheint mit den 10 Schwertern, weil der liegt dann da mit ziemlich mausetot, ne? Das ist trotzdem letztendlich die beste Entscheidung ist, die du treffen kannst. Ich guck mal weiter. Oh je, oh je, oh je. Also das kann natürlich auch sehr aufregend sein. Es kann sehr plötzlich und unvermittelt kommen. Es kann das Gefühl von, es reißt mir den Boden unter den Füßen wegkommen. Es kann wirklich eine wirklich ganz aufregende Zeit sein. Ich muss mal gleich gucken, was hier noch drunter liegt. Dann haben wir Ursache und Wirkung hier liegen. Die Gerechtigkeit. Also spannend ist, wir haben hier von 5 Karten, 4 Karten, die große Arkana sind. Und das ist wirklich mächtig. Und wir haben mit der Justice, mit der Gerechtigkeit halt auch natürlich die Balance angesprochen. Was ich sähe, das werde ich auch ernten. Also deswegen sagte ich die Ursache-Wirkung-Karte letztlich auch. Vielleicht geht es hier darum tatsächlich, du machst mit etwas Schluss. Du hast wahrscheinlich schon eine Idee. Also spannend ist auch, dass der Turm kommt ja in der Nummer 16 vor dem Stern. Und hier liegt der Turm tatsächlich auch noch mal. So, wenn ich das, es ist ja, es fühlt sich an, als wenn, also es ist ein Zusammenbruch nötig, damit überhaupt ein neuer Weg bereitet werden kann. Ich habe mit dem Stern tatsächlich grundsätzlich immer oder öfters mal, gerade in diesen Legungen jetzt hier, immer diesen Zusammenhang mit dem Turm, weil der bricht halt zusammen und dann kommt wieder was Neues und dann wird es die ganze, das ganze Areal plan sozusagen und dann kann auch hier wieder was Neues kommen. Neue Hoffnung wird geschöpft. Das ist natürlich auch eine sehr spirituelle Karte. Ja, und wenn ich hier bei dem Turm, wenn ich jetzt mal das numerologisch sehe, dann haben wir mit der 1 und der 6, also die 16, natürlich auch himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt sozusagen. Wir haben hier das Geistige und wir haben die 1, das steht immer für den Geist und die 6 steht für das Körperliche auch und für das Erdige. Das 6. Haus zum Beispiel in der Astrologie ist das Haus der Jungfrau. Das ist ein Erdelement. Und wir haben aber auch Gegensätze. Wir haben wirklich Gegensätze. Es kann sein, dass du zwischen dem, was du wirklich möchtest, wo du sagst, ja, das ist einfach die Idee, die ich habe, die Vision, die ich habe und so weiter, dass dich dann wieder runterreißt sozusagen in die Versuchung, also wieder in sehr materiell zu denken und sehr materiell zu handeln. Das kann eine ganz starke Diskrepanz natürlich auslösen. Und das ist auch zwischen, wie gesagt, geistig und Erde. Geistig und Erde, dieser Switch hin und her, hin und her. Das haben auch die Menschen, die übrigens alle am 16. Geburtstag haben. Das nur mal so am Rande erwähnt. Das ist die sogenannte 1-6er-Achse. Und überhaupt alle, die eine 1 im Geburtsdatum haben, also nicht die 1900, sondern die 1 im Tag, im Monat oder im Jahrgang nachher und die 6 auch dazu. Das ist so diese Achse, ist auch ganz spannend. Ja, und wir haben dann halt mit der 1 und der 6 haben wir die 7. Und die 7 heißt immer das nächsthöhere Level. Start auf einem nächsthöheren Level. Und mit der 17 hier vom Stern ist das ähnlich. Also da haben wir die 7 ja schon mit dabei. Und da haben wir auch mit der 1 und der 7 nachher die 8. Und die 8, die steht ja auch für Balance. Außerdem steht sie für das aktuelle Jahr, für das aktuelle Wirtschaftsjahr 2024. Balance, Harmonie, Ausgeglichenheit, aber auch Finanzen. Und es kann sein, dass das hier ein finanzielles Thema für dich ist, weshalb du bisher möglicherweise gezögert hast. Aber wenn ich das hier so sehe, dann hat das ganz klar den Anschein von, da ging es nicht mehr anders. Also du musst raus aus dieser Situation, um dann neue Wege zu gehen. Und wenn du dann frei bist, also wenn der Turm erstmal gefallen ist und natürlich alles schön plan ist, also ebenerdig ist,
alle Mauern weggefallen sind, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, ganz neue Samen in dein Feld zu säen. Und das sieht auch so aus, als wenn die schon da sind. Also du weißt schon, um was es geht, du weißt schon, was du willst. Und es sind noch ein paar Schritte zu tun und die sind aufregend. Also es sieht hier nicht so aus, als würde das mal so eben auf einer Pobacke abgesessen werden. Sehr spannend. So, jetzt gucke ich mal, was am unteren Kartenrand ist. Da haben wir die 8 der Kelche. Guck mal, da ist auch wieder, ne, wenn wir hier die 10 der Schwerter haben, dann ist hier ein Ende. Das heißt, es muss etwas Neues kommen. Und das hat etwas damit zu tun, dass du vielleicht schweren Herzens dich aufmachst, also einen neuen Weg gehst und das Alte hinter dir lässt. Korrespondiert genau mit dem, was ich gesagt habe. Sich auf den Weg machen, etwas in eine neue, ungewisse, noch ungewisse Zukunft. Und aber hier geht es erstmal natürlich auch um den Abschied. Hier geht es darum, dass einem das mal viel bedeutet hat, was man mal, wo man mal war und was man vielleicht getan hat, ob das jetzt der Job war, ob das jetzt die Beziehung war. Oder vielleicht auch, ja, vielleicht wechselst du das Land oder was auch immer. Also hier gehen wir aus einer Situation raus, mit einer Träne auch sozusagen. Es ist ein schwererer Abschied, aber wir gehen freiwillig. Es ist also kein gezwungener Abschied. Und natürlich bedeutet das, wenn für den einen oder anderen wirklich eine Beziehung zu Ende geht, die möglicherweise auch gar nicht mal so nett zu Ende geht mit den 10 Schwertern, ist es dennoch etwas, was vielleicht auch wichtig jetzt war, der richtige Schritt war oder der richtige Schritt sein wird. Vielleicht fühlst du, dass das hier im April tatsächlich losgeht, dass du dich löst. Vielleicht und wahrscheinlich, nein, nicht wahrscheinlich, man hat sich innerlich dann immer schon gelöst. Also das ist dann schon auf den Weg gebracht. Und das ist so dieser knallharte Schlussstrich mit den 10 Schwertern. Und ja, der Aufbruch ins Ungewisse, der liegt da schon zugrunde. Und das bedeutet, der war schon vorher da. Vielleicht hast du dich nicht so richtig getraut vorher. Vielleicht warst du unsicher, wie du da für dich deinen Weg weiter bereiten sollst. Aber es gibt dann auch die Momente, wo es einfach nicht mehr, wo es einem dann auch echt egal ist, weil man sagt so, nee, ich muss hier halt raus. Ich muss raus. Ich halte das nicht mehr aus. Das geht nicht mehr. Das ist nicht mehr mein Weg. Und dann ist einem das auch erstmal fürchterlich wurscht, was dann als nächstes kommt. Hauptsache, man ist dann raus, weil der Druck so stark wird. Also das kann hier eine Situation sein, die hier ganz... Die wirklich ganz deutlich ist, denn hier ist das Schlussmachen, hier ist die Entscheidung aus Liebe. Ja, und dann kommt der Zusammenbruch. Und der kann natürlich durchaus plötzlich und unerwartet kommen. Aber was ich sähe, das ernte ich. Und hier geht's halt in die Zukunft, etwas Neues zu sehen, etwas Neues zu ernten. Hier, das Ganze, hier geht's schon los. Das steht unter einem guten Stern, das darfst du nicht vergessen. Es steht wirklich unter einem guten Stern, egal was passiert. Du wirst geführt, du bist geführt, immer und geschützt. Und dann haben wir natürlich dann durchaus die ganz normalen menschlichen Probleme, weil unser Verstand und unser Ego da nicht so ganz immer so mit einverstanden sind und ganz viel Angst haben und ganz viel Projektionen in die Zukunft machen. Ne? So, okay, dann schauen wir doch mal, was hier noch, wie es noch weitergeht. So, ich gehe hier mal ein kleines bisschen so zurück. So, genau. So, dann gucken wir mal, was hier so im Unbewussten ist, was aber dennoch wirkt. Was ist im Unbewussten für die Schützen? Was wirkt dennoch? Also hier ist wirklich viel Getöse und viel Alarm. Also echt spannend. Schütze, was haben wir hier noch für dich? Was ist im Unbewussten und wirkt aber dennoch? So, da haben wir einmal die Belastung. Also hier ist wirklich etwas, was dir zu viel ist. Ich muss doch noch mal wieder ein bisschen rüber, so brauche ich nicht Platz. Hier ist etwas, was einfach zu viel ist. Vielleicht hast du dir, ja, vielleicht ist die Beziehung zu schwer geworden, der Job zu schwer geworden, die Familie zu schwer geworden, die Nachbarn zu schwer geworden. Also einfach Belastungen, die du hier mit dir rumträgst, wo du sagst, es ist einfach too much. Ja, und möglicherweise bei dem Bild denke ich immer automatisch an Rückenschmerzen. Also welchen Rucksack trägst du sozusagen mit dir rum, schleppst du mit dir rum? Welche Verantwortung übernimmst du, obwohl es vielleicht gar nicht da sein müsste? Wo hast du dich bisher aufgeopfert? Und ja, was genau ist dir zu viel? Und das ist das, was natürlich irgendwann, hier haben wir 10 Stäbe, das heißt, mehr Stäbe geht ja auch gar nicht. Also das ist schon das Maximum. Hier scheint wirklich eine ganz, ganz starke Belastung zu sein, die es immer schwerer gemacht hat zu tragen. Und deswegen werden dann auch irgendwann die 10 Schwerter hier in den Einsatz kommen. Und ja, schauen wir mal, was wir noch haben hier.
Das ist natürlich grandios, weil das ist ja die Befreiung. Wir haben hier das ganz große Loslassen, die Hebung des wahren Schatzes. Wir haben die nächsthöhere Bewusstseinsstufe. Ich sagte was von dem nächsten Level. Also wir haben mit dem Zusammenbruch hier, wo ich dann sage, das 1 und 6 gibt 7, da haben wir das nächsthöhere Level. Die 7 ist auch hier im Stern mit drin. Und da geht es aber bei der 17 auch um das Ich, weil die 1 natürlich mit drin ist. Also es geht auch um dein höheres Level. Es geht um deine Spezialisierung vielleicht für irgendetwas. Also einen Weg, wo du auf einem höheren Level dann startest. Und das höhere Level kann natürlich auch durchaus schon sein, man hat Dinge erkannt, man hat sein Bewusstsein erweitert, hat sich dann oder trennt sich dann von den alten Dingen, weil man ein ganz großes Ja hat, was nichts mehr mit dem, wo das Alte einfach nicht mehr reinpasst. Ein Ja zum Leben, ein Ja zu sich selbst, ein Ja zu dem eigenen neuen Weg, und dann bricht natürlich schon mal was zusammen. Und das kann wirklich, also wenn ich das hier in einer privaten Legung haben würde, dann würde ich tatsächlich darauf tippen, dass ja, dass hier etwas ganz Grundlegendes tatsächlich sich ändert. Oh, guck mal, wir haben hier am Unter... Ach du Schande, sehe ich jetzt erst. Die Karte hat sich ein bisschen gedreht und darunter kommt der Teufel zum Vorschein. Also es kann sehr gut sein, dass du dich aus einer toxischen Beziehung löst, dass du dich davon wirklich befreist, weil das einfach nicht mehr zu ertragen war. Im wahrsten des Wortes, ertragen. Wir haben hier 10 Stäbe, die getragen werden. Die ganz große Befreiung. Also, das sieht aus... ja. Es ist etwas sehr, sehr Toxisches bei dir, arbeitet in dir, vielleicht schon sehr, sehr lange. Und jetzt ist die Zeit gekommen, sich daraus zu befreien, weil du merkst, es geht einfach nicht mehr und es dient dir nicht mehr. Und ja, es darf endlich, endlich gehen. Und in der Mitte liegt hier die Liebenden. Und das sieht mir sehr danach aus, dass die einen oder anderen sich wirklich auch trennen werden und ganz neu anfangen. Ganz neu anfangen, aber eben, und es steht unter einem guten Stern, die Entscheidung aus Liebe, die Wahl des Herzens, auch wenn es ein bisschen wehtut, 8 Kelche, auch wenn es hier anstrengend wird, 10 Schwerter und natürlich erst recht der Turm, aber die Basis ist dein Herz, deine Stimmigkeit, deine Mitte. Die Befreiung ist schon unterwegs. Ich habe ja gesagt, das ist im Unbewussten, wirkt aber dennoch. Also die Befreiung ist schon unterwegs, dass du diese Dinge loslässt. Und ich würde mich nicht wundern, wenn der ein oder andere jetzt wirklich schon sagt, ja stimmt, ich merke das schon. Also ich stehe einen Zentimeter davor, so ungefähr. Und am unteren Kartenrand haben wir, als dritte Karte haben wir hier, was im Unbewussten wirkt, ist, das Wort Illusion fällt mir jetzt so ein. Vielleicht hast du dir bisher einfach bist du einer Illusion hinterhergelaufen. Vielleicht hast du gehofft immer noch, dass es doch besser wird. Vielleicht hast du doch gehofft, es wird noch eine Wendung nehmen. Du hast gehofft, dass dieser Kelch an dir vorüberzieht. Mit den 7 Kelchen haben wir immer die Qual der Wahl so gesehen. Das heißt, wir haben aber auch hier tatsächlich die Gefahr, in Anführungsstrichen, eben auch von Täuschung und Illusion. Das bedeutet, dass wenn wir natürlich hier den Juwelen nachjagen, ich halte das mal ein bisschen dicht daran, hier in diesem Kelch sind ja Juwelen und Geschmeide und so weiter. Hier ist der Lorbeerkranz, also man könnte sagen, auch für den Sieg, für den Erfolg und so weiter und so fort. Ja, da sind halt, da müssen wir überprüfen, sind das ego-basierte Gründe, warum wir zum Beispiel unbedingt die Karriere anstreben, obwohl eigentlich würden wir lieber im Gartenstuhl sitzen und unser Beet bepflanzen, als Beispiel. So, das ist immer die Frage, was wähle ich und welchen Illusionen jage ich nach, oder bin ich so der Traumtänzer? Es gibt ja den Unterschied zwischen visualisieren, also deiner eigenen Vision folgen, und ganz klar das auch zu spüren und schon zu fühlen, das ist schon bereits so. Oder zu sagen, ach, es wäre ja schön, wenn, und hin und her. Das ist dann meistens ein Traumschloss, was sich dann auch nicht erfüllt. Also, das schwingt hier mit. Also die Illusionen, die möglicherweise jetzt hier aufgedeckt werden, von denen du dich befreist und ganz neue Wege für dich gehst.
Wow, Schütze, da ist mal echt was los bei dir. Jetzt wollt ihr noch mal wissen, was hier das Moonology-Wünsche-Orakel jetzt auch noch mal so sagt. Also gucken wir mal, was wir hier bekommen. Für einen Tipp, für einen Hinweis für die Schützen. Atme dich durch deine Anspannung. Vollmond im Skorpion. Ja, atme dich durch deine Anspannung. Das ist sicherlich ein sehr guter Tipp, weil hier eine Menge Anspannung garantiert der Fall ist. Also wenn ich 10 Stäbe mit mir rumschleppe und irgendwelchen, ich sag mal, Hoffnungsschimmern immer folge und merke aber, da ist so eine Anstrengung, das ist so zu viel, dann ist es einfach wichtig, auch die Anspannung mal wegzuatmen, damit man wieder zur Klarheit kommt, in die Ruhe kommt. Und ein wirklich guter Tipp. Ja. Und ja, wenn du merkst, es wird ein bisschen zu dolle, dann geh in den Wald, geh spazieren, atme dabei, fokussiere dich auf deinen Atem, weil wenn man atmet, kann man sich keine Sorgen machen zum Beispiel, ne? Sondern dann ist man bei dem Atem, beobachtet ihn, beobachtet, was das im Körper macht, beobachtet auch, welche Reaktionen da so kommen. Der Bauch meinetwegen, der wölbt sich und geht jetzt zurück und so weiter und so fort. Also wirklich den ganz, ganz konkret auf den Atem fokussieren, wenn hier die Dinge zusammenbrechen, wenn es hier wirklich hakelt, wenn es wirklich dramatisch wird. Atmen. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Danke für diese Karte. Es ist so einfach. Es ist so einfach und so wirkungsvoll. Ja. Okay, jetzt möchte ich natürlich auch noch mal wissen, welcher Kristall unterstützt denn hier die Schützen? Welcher Kristall unterstützt hier die Schützen? Welcher Kristall unterstützt hier die Schützen? Upsala, im Monat April. Ich habe eben kurz eine Karte, die sich so ein bisschen drehte. Das war der Karneol. Der steht übrigens auch für Leichtigkeit und für Kreativität und so weiter. Also auch ein schöner Stein, den du vielleicht. Warte mal, ich suche den tatsächlich mal raus. Hier. Wenn er sich schon gezeigt hat, dann darf er auch ins Bild kommen. So, also das ist nämlich hier. Entdeckerdrang und Vitalität. Das ist ja auch typisch Schütze, oder? Der Entdecker. Manchmal fehlt nur ein kleiner Schritt. Karneol verleiht dir Mut, dich deinen alltäglichen Herausforderungen zu stellen und das mit Leichtigkeit. So, und das ist ja jetzt mal sowas von Bingo. Ich kriege gerade Gänsehaut, weil der Mut ist eine Eigenschaft der Zahl 6. Und mit den Liebenden haben wir hier die 6. Ja, das ist die 6. Karte aus der großen Arkana. Und wenn du jetzt noch Mut brauchst, wenn du Unterstützung in der Richtung brauchst, um den passenden Schritt für dich zu tun, manchmal braucht es nur 30 Sekunden lang Mut, dann nimm dir doch einen Karneol. Leichtigkeit ist auch wichtig, weil diese Schwere, also hier ist natürlich mit den 10 Schwertern eine Menge Schwere unterwegs, aber Karneol kann dir helfen. Jetzt bin ich gespannt, was wir noch haben. Der Kalzit, Lebensmut und Wachstum. Du stehst dir selbst im Weg. Kalzit lässt dich über deinen Schatten springen. Deine Trägheit schwindet und aus neuem Antrieb entwickelst du neue Ideen. Siehst du? Und die Trägheit, die kann natürlich auch manchmal daher rühren, weil wir Dinge nicht wahrhaben wollen und auch, nö, es ist ja noch nicht so schlimm, ne? Deswegen, nö, brauche ich ja noch nichts tun. Und die Trägheit ist in dem Fall natürlich schlicht und ergreifend die Angst vor der Veränderung, die Angst vor der Ungewissheit, die Angst vor dem, was kommen könnte, wo der Verstand schon wieder durchdreht und sagt, okay, Projektion, Projektion, Projektion in die Zukunft. Aber hat er gar keine Ahnung, was da kommt. Also es steht unter einem guten Stern, was du davor hast. Insofern, ne, die Entscheidung aus Liebe ist immer eine passende, die ist nie verkehrt. Das, weil die immer stimmig ist. Und wenn du dann noch einen Kalzit dazu nimmst, der dir noch ein bisschen Lebensmut gibt, das Wort Mut kommt hier wieder, dass du erkennst, dass du es immer nur selber bist, der oder die dir selbst im Weg steht, weil es ist kein anderer, man macht es immer wirklich selber. Ja, und Kalzit hilft dir, dich über deinen Schatten springen zu lassen. Yes, I like it. Das ist schön. Und da den Mut. Also vielleicht magst du ja beide Steine irgendwie mal nehmen und vielleicht sagst du, das ist eine tolle Kombi, habe ich sowieso zu Hause. Hervorragend. Ich habe hier übrigens auch einen schönen Karneol. Kalzit habe ich tatsächlich überhaupt nicht. Muss ich mir auch nochmal besorgen. Aber hier ist ein schöner Karneol zum Beispiel. Der hat diese Farbe. Jawohl. Okay, dann gucken wir doch mal, was haben denn die Astrokarten hier noch so zu vermelden für die Schützen. Schütze, Sonne, Mond, Aszendent. Hinweise für den Monat April, bitte. Schütze, Sonne, Mond, Aszendent.
Wir haben hier die Unabhängigkeit, das 11. Haus, es ist der Wassermann und Mond im Wassermann, wie schön. Also, da Schütze ist ja auch freiheitsliebend, gell? Und Unabhängigkeit ist gerade auch tatsächlich eine Zeitqualität. Mit dem Pluto im Wassermann heißt es auch, mach dich unabhängig, also seit dem 21.01. haben wir Pluto im Wassermann, und da heißt es auch, mach dich unabhängig. Und vielleicht magst du ja nochmal schauen, wo bei dir im Geburtshoroskop der Wassermann ist, und da schau mal in das Haus, welches Haus ist das, und es kann sein, dass es hier darum geht, dich genau in diesem Haus unabhängig zu machen. Also von diesen Eigenschaften. Wenn es zum Beispiel das Haus 7 ist, das Haus 7 ist das Partnerschaftshaus, Waage. Ne, vielleicht geht es darum, dich eben in Beziehungsdingen unabhängig zu machen. Wenn es im Haus 10 ist, vielleicht eben unabhängig im Beruflichen. Im Haus 4 unabhängig von der Familie. Oder eben auch umzuziehen in dem Fall. Das ist auch ein Hinweis. Also hier geht es um Unabhängigkeit, auch um Unabhängigkeit in den Gefühlen. Mit dem Mond haben wir natürlich die Gefühle angesprochen. Und Mond im Wassermann ist sowieso immer irgendwelchen Schwankungen unterworfen, weil der Wassermann möchte gerne natürlich frei sein. Das ist mal klar. Und da ist ein ganz starkes Freiheitsgefühl. Und das funktioniert natürlich nicht immer so, weil die Umwelt nicht so unbedingt mitmacht. Und ja, okay, ich plaudere gerade aus dem Nähkästchen, weil ich habe meinen Mond tatsächlich auch im Wassermann. Okay, also. Haus 11 ist das Haus des Wassermanns, ist das Haus der Unabhängigkeit, der Freiheit, der Visionen. Folge deinen Visionen. Visualisiere, was du gerne möchtest. Und wenn es dafür vielleicht wichtig ist, dich neu zu orientieren, mit neuen Menschen zusammenzutun, weil auch das hier die Vernetzung ist, das Haus der Vernetzung. Und das ist ganz wichtig, dass wir da dann eben auch, wenn wir diesen Ruf spüren und hören, dass wir dem natürlich auch nachgehen. Okay, also. Unabhängigkeit, mach dich unabhängig und natürlich auch von diesen 10 Stäben. Befreie dich davon. Sehr, sehr schöner Hinweis. So, jetzt haben wir ja ein Drachenjahr seit dem 10.02. Und das chinesische Horoskop oder das chinesische Horoskop, genau, sagt, wir haben jetzt den Holzdrachen. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir noch für eine Drachenenergie dazu bekommen für den April 2024 für die Schützen. April 2024 für die Schützen. Da haben wir einen wunderschönen tiefblauen Drachen. Oh, jetzt bin ich ja gespannt. Moment, ich muss erstmal beiseite packen. So. Tiefblauer Drache, wart deine Sicherheit, indem er den Weg für dich frei macht. Vertraue darauf, dass du gut geschützt bist. Geh einen Weg des Lichts. Genau, und der Weg des Lichts ist immer der Weg deines Herzens. Okay, ich werde jetzt hier doch mal schauen, was denn dieser tiefblaue Drache dir noch zu erzählen hat. So, tiefblauer Drache. Übrigens haben wir hier die Nummer, die Seite 70, und mit der 7 sind wir wieder auf dem nächsthöheren Level. Also es geht hier wirklich um was ganz Essentielles. Sehr tiefgründig. Okay, die Botschaft. Bitte die tiefblauen Drachen, dich oder deine Lieben zu schützen. Visualisiere eine Schutztruppe aus tiefblauen Drachen, die vor dir schwebt, wo immer du unterwegs bist. Lasse sie auch in dein Haus oder Büro schweben, sowie in den Boden unter deinem Haus eintauchen und alle niederen Energien verzehren. Bitte sie einen Kilometer um dich herum, alles vollkommen klar und rein zu halten. Vertraue darauf, dass dies auch geschieht. Weil die tiefblauen Drachen die niederen Gefühle deines Umfeldes verwandeln, gehst du nicht mehr durch die dichten Energien anderer Menschen. Achte darauf, wie viel leichter und glücklicher du jetzt bist. Du kannst dem Planeten dienen, indem du die tiefblauen Drachen bittest, unter Einkaufszentrum, Schulen oder anderen großen Gebäude zu tauchen oder wo immer sie deiner Ansicht nach dichte Schwingungen verzehren sollten. Das ist natürlich jetzt hier nicht nur ein Tipp für die Schützen, sondern das könnten wir natürlich alle machen. Sehr gut. Also, auch hier geht es um Leichtigkeit natürlich, Karneol. Leichtigkeit, Freude, Vitalität, Entdeckerdrang. Der Karneol ist auch so ein bisschen mit der Zahl, also von den Eigenschaften her, mit der Zahl 3 verbandelt, weil die 3 ist ja die Fröhlichkeit, die Vitalität, die Spontanität, Kreativität. Karneol unterstützt das alles. Also
Insofern, vielleicht bist du ja von der Lebenszahl eine 3, dann würde das hier auch nochmal da angesprochen werden. Also ja, Unabhängigkeit, Freude, Leichtigkeit, Mut, Entdeckerdrang, das Leben zu entdecken, aus den alten Mustern auszubrechen, hier endgültig mal Schluss damit zu machen. Und es mag natürlich auch sein, dass du gar nicht, dass es bei dir gar nicht um Beziehung geht, sondern schlicht und ergreifend, dass du für dich eine Entscheidung triffst, aus alten Mustern rauszugehen. Und das natürlich für dich dramatische Wendungen haben kann. Ohne Frage. So, und jetzt nochmal eine Unterstützung mit einer Affirmation aus dem Deck, die Schatzkammer deiner Seele. Für die Schützen. Ach, guck einer an. Befreiung. Ich steige bewusst aus jeglichem Drama aus. Na, schöner hätte ich es jetzt auch nicht sagen können. Da haben wir die 10. Schwerter, Befreiung oder auch hier die 10 Stäbe und das Gericht, die Befreiung, das Ja zu dir. Wunderschön. Ich steige bewusst aus jeglichem Drama aus und dann spür mal nicht rein, wie sich das jetzt anfühlt bei dir. Ganz schön. Ja, und damit möchte ich gerne diese Legung schließen. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Nochmal die Erinnerung, gerne bitte einen Like, wenn dir das gefallen hat. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns bei der nächsten Legung wiedersehen. Du kannst natürlich auch die Glocke aktivieren, bevor du, nachdem du abonniert hast. Da werde ich ja sehr glücklich mit. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal. Bis ganz bald. Namaste.